für einen mit dir. Und ich kann's gut. Bekannte Schlagertöne erfüllten den Himmel über der neuen Seebühne in Neumarkt an der Ips. Das Nockalm-Quintett hat für die Freunde des romantischen Schlagers ein unvergessliches Konzerterlebnis auf die Bühne gezaubert und gleichzeitig mit ihnen die Nockis Schlagerparty gefeiert. Seien Sie ein großer Fan vom Nockalm-Quintett? Ja, ich höre sehr gern. Sonst wären wir nicht hier. Sicher sind wir. Ja, gib's ehrlich zu, die Nockis haben mich schon als Kindheit begeistert und ich freue mich voll, dass die heute da sind bei uns in Neumarkt. Was haben Sie? Haben Sie so Lieblingslieder von Ihnen? Nein, eigentlich nicht. Mir gefallen alle gut. Über Rhodos küsse ich dich. Weil wir dort gewesen sind in Rhodos und da haben wir sie im Flieger geküsst. Schön, das ist eine schöne Erinnerung, ja, oder? War voll schön, aber da wird es heute sicher genauso schön. Schwarzer Sand von Santa Cruz, du hast alles schon gewusst. Und so weiter. Im Restaurant sahst du mich an. Und ich gab dir die Nummer von mir. Und später Tag traf mich der Schlag. Jemand rief mich an, Nummer unbekannt. Und bei euch geht es sehr viel um die Liebe. Warum? Na, warum? Das ist das Thema, das nicht nur älteste, sondern am meisten besungene Thema. Wir wollen uns da nicht ausgrenzen, das ist einfach ein sehr schönes Thema. Wir versuchen, die Liebe so zu verpacken, dass es ein bisschen Kopfkino erzeugt. Und wenn das bei den Menschen funktioniert, dann haben wir wahrscheinlich etwas richtig gemacht und das wollen wir auch. Nicht nur die Nockis sind an diesem Abend besonders gut angekommen. Mir gefällt es sehr gut, ja. Ich bin echt glücklich, ich bin eine Neumarkterin und mir gefällt es wirklich sehr gut. Und ich gratuliere auch unserem Bürgermeister, dass er das wirklich auf die Welt gestellt hat, wirklich, ja. Wenn es noch dazu in der Nähe ist, muss man das ausnützen, weil es gibt was Schöneres als wir da, so voll herrlich. Ja, wir haben selber mitgeholfen, weil ich bin von da oben vom Fischereiverein mit unserem Clubhaus nebenbei und da haben wir natürlich da ein mitgeholfen, mit Rosen verlegen, gewisse Sachen halt und jetzt schauen wir uns das an, was rauskommt. Eine für die schönsten Anlagen von der ganzen Umgebung, glaube ich, oder? Ja, unsere Seebühne hier in Neumarkt an der Ips wird sehr, sehr gut angenommen. Die Gäste, die bei den ersten zwei Veranstaltungen hier bei uns gewesen sind, die haben alle nur so gestaunt, was wir da auf die Füße gestellt haben und ja, die Konzerte waren bis jetzt super und heute wird es sicher ein tolles Konzert. 86129, das kann nur deine. Der kulturelle Reigen auf der CU Seebühne lässt aber noch viele weitere besondere Open-Air-Erlebnisse zu. Ja, wir haben heuer noch zwei Konzerte hier bei uns. Und zwar einmal die Mina Kreil, ja, ein ganz tolles Konzert auch. Und zwei, drei Wir. Und da lade ich ebenfalls ein. Es gibt noch Karten für beide Konzerte. Und wer noch nicht unsere Seebühne kennt, kauft euch Karten, kommt vorbei. Das ist ein besonderes Highlight in der gesamten Region vom Ostviertel. Tickets gibt es bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Du wartest auf das Glück. Kommt es hier zu?